Hi Leute, in dem Video werde ich die polternde Vorderachse aufarbeiten und einige Veränderungen durchführen, die das Handling erheblich verbessern. Hierzu gehört zum Beispiel der Umbau auf verstellbare Schwingarme, damit man etwas Negativsturz fahren kann, und die Umrüstung auf die neuere Stabilisator-Version. Aber dazu später mehr. Solange das Auto nicht richtig fährt, ist das Aussehen egal. Deshalb konzentriere ich mich erst auf das Mechanische.
Die Gummi- oder Korrosionsrückstände an der Schraube solltet ihr abschleifen, da ihr sonst den neuen Stoßdämpfer nicht mehr drauf bekommt. Oder zumindest nicht gut. Bei der Demontage des Federtellers solltet ihr zwei lange Gewindestangen einschrauben. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht, das ist jedoch nicht ganz ungefährlich für Ungeübte. Langsam, langsam. Ja. Stopp, 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 stopp. Jetzt. Komm mal. Jetzt runter. Ja. Die alten Gummiunterlagen und Metallringe sind über die Jahre völlig verrottet und müssen natürlich ersetzt werden. Die alten Traggelenke nur mit dem Hammer austreiben, wenn ihr neue verwendet. Ansonsten benutzt einen Abzieher. Oftmals gehen die Schwingarme ganz leicht ab, jedoch musste ich hier einen Abzieher benutzen. Thank you.
sie schön, ne? Den hinteren und vorderen Schwingarm beim Zusammenbau nicht miteinander vertauschen, sonst wird das Lenkgestänge anstoßen. Beim Einbau darauf achten, dass ihr die Buchse richtig rum einpresst. Das heißt, die Seite mit dem grünen Ring muss nach innen zeigen, zur Welle hin, wo auch die Schaumstoffunterlage draufkommt. Verwendet bei der Welle auf jeden Fall neue Sicherungsmuttern. Diese haben Feingewinde.
Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis bald, Rafa.